Oh, some days are better than others. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte echt keinen leichten Start. Ich war total emotional. Ich bin aufgewacht und bin eigentlich fast instantan in Tränen ausgebrochen. Ich konnte gar nicht mal so richtig sagen, warum. Und dann habe ich aber schon mal ein bisschen nach innen geschaut und merkt, oh ja, du hast ja gestern Abend diese Loslassübungen gemacht. Ich habe gestern Abend Mitternacht einen Rappel gekriegt und gemerkt, ich muss noch an ein paar Themen arbeiten und habe dann eine bestimmte Technik angewendet, um ein paar Themen zu bearbeiten. Und das wurde dann relativ intensiv. Ich habe dann bestimmt eine Stunde noch gearbeitet. Das ist dann eigentlich für mich viel zu spät, um ins Bett zu gehen, dass es mir wirklich gut tut. Dann habe ich gesagt, naja, du kannst ja ausschlafen am nächsten Morgen. Ist ja nicht schlimm. Und auch das tut mir nicht wirklich gut. Ich habe dann bis fast um 10 geschlafen und merke ich, es geht mir einfach energetisch deutlich besser, wenn ich morgens um 6 aufstehe. Auch wenn ich dann manchmal vielleicht ein bisschen müde bin, aber es geht mir viel besser damit. Jedenfalls ist dies wieder eine Ausgabe von Kirias Küchenweisheiten. Ich bin Kiria, mein Name ist Kiria van de Kamp, ich bin freiberufliche Hebamme. Mein Thema ist lustvoll, sinnlich leben, lieben und gebären. Und ich teile immer wieder mal Einsichten oder auch praktische Tipps aus meinem Leben hier. Es gibt keinen festen Zeitpunkt, wann ich das tue. Ich tue das, wie das auftaucht. Und ich freue mich über die, die zuschauen oder die, die das nachher anschauen. Heute möchte ich dir eben ein kleines Ritual aus meinem Alltag mitgeben, was mir jetzt heute Morgen zum Beispiel geholfen hat. Ich habe das dann erstmal auch zugelassen, dass ich irgendwie gerade total emotional bin und in Tränen bin. Und das darf auch erstmal da sein. Und dann gab es aber so einen Moment, wo ich gemerkt habe, du kannst jetzt in Selbstmitleid versinken und der Tag wird ganz beschissen und es zieht dich runter, du kannst da jetzt weiter reingehen. Oder du kannst auch gucken, was brauche ich denn jetzt? Was würde mir denn gut tun? Und dann habe ich beschlossen, ich mache ein kleines Duschreinigungsritual. Und das kannst du jederzeit und überall machen. Und du kannst auch noch zur Hilfe nehmen, Meersalz, wenn du hast. Da danke ich meiner Schwester sehr für diesen Tipp. Ich finde, Ich kenne Meersalz als Meersalz als reinigende reinigende Energie Energie. schon lange. Meersalz Meersalz wird wird in in vielen spirituellen Traditionen auch benutzt, schamanischen, hexischen vor allem, weil das die Fähigkeit hat, dunkle Energie zu verbrennen, zu transformieren. Du kennst das vielleicht aus manchen so Hexenserien oder Filmen, dass die irgendwie so einen Kreis mit Salz machen und so. Es hat natürlich einen realen Bezug, weil Salz so eine Energie hat, um wirklich zu schützen vor dunklen Energien. Und was ich mache dann ist, ich gehe duschen. Im Moment dusche ich nicht komplett kalt. Das habe ich letztes Jahr 4 Monate gemacht. Als es dann kälter wurde, konnte ich das nicht mehr. Aber ich dusche immer am Ende kalt. Also dusche ich am Anfang jetzt schön warm. Und wenn du hast, nimm Meersalz mit ins Bad. Ich nehme dann hier das in meinem gut verschlossenen Glas mit, weil das sonst halt anfängt zu klumpen, wenn da immer Feuchtigkeit rankommt. Und wenn ich das Salz nehme, dann nehme ich da ordentlich und tue das dahin, wo ich das Gefühl habe, da brauche ich das. Ich habe zum Beispiel neulich einen Hexenschuss gehabt, also mein Rücken kommt auch gerade immer wieder damit rein, weil so ein Gefühl gibt immer wieder von, oh, mir bricht der Rücken durch. Ich weiß genau die Themen dahinter auch, aber es braucht immer wieder so ein bisschen Selfcare und Selbstliebe da Zuwendung oder mein Herzraum oder vielleicht ist es auch der Kopf, wo auch immer das gerade sitzt so für mich und da reibe ich mich wirklich mit diesem Salz ein. Aber es geht auch ohne Salz. Und wenn ich unter diesem Wasser stehe, dann sage ich mir, ah, jetzt muss ich umschalten, mein innerer Self-Talk, ich rede oft in Englisch mit mir. Ich wasche alles rein. Das Wasser soll alles reinwaschen, was nicht Licht und Liebe ist. Soll es alles von mir runterwaschen. Und dann warte ich einen Moment, bis ich das Gefühl habe, ja, das fühlt sich jetzt so an. Ja? Und eben dann zum Abschluss ist es ganz wunderbar für mich persönlich, musst du entscheiden, ob du das auch so willst, dann schalte ich auf komplett kaltes Wasser, so kalt wie es geht. Das ist manchmal im Winter jemand, je nachdem, wo man ist, ziemlich kalt. Aber das hat einfach so eine belebende Energie. Dann nehme ich dieses kalte Wasser und dusche mich damit überall ab. Und, oh, das belebt. Ich atme tief durch und sage mir, ich wache auf, weil das macht so richtig schön wach. Ich wache auf zu allem, was Licht und Liebe ist in mir. Ja, weil es ist eh da. Muss es immer nur wieder so dir bewusst machen, zu erwecken. Und wow, das tut total gut. Ja. Also du kannst das mit dem Salz machen oder auch ohne Salz, wo immer du bist. Und das war für mich echt so ein Game Changer, ein Umschalter für diesen Tag heute, zu sagen, ich lasse das jetzt aktiv los, ja, und fühle mich 10.000 Mal besser
Und dann gucke ich auch gern noch, wenn ich mich dann eincreme, dass ich das irgendwie bewusst mache und da noch Liebe in meinen Körper gebe. Oder zum Beispiel, was ich anziehe, was ich als Schmuck auch trage. Schmuck ist einfach Schmuck, der schön ist, aber für mich hat das oft auch eine Bedeutung, was ich da trage. Ich habe zum Beispiel heute meine Ohm-Ohrringe angezogen und eine Kette mit einer kleinen Göttin, mit einer Spirale auf dem Bauch. Mir ist jetzt vorhin aufgefallen, dass die beide einen Bezug haben zu demselben Retreat, wo ich war, wo ich nämlich das Om-Zeichen als Verbindungszeichen zu meinem Seelentribe, der Seelenfamilie, wo ich herkomme als Seele, empfangen habe, dass das meine Verbindung ist. Und dort auf diesem Retreat habe ich auch diese Kette gekauft. Das ist mir jetzt eben erst aufgefallen. Aber das ist so ein Gefühl von, pff, ich lasse mich so in meine weibliche, kraftvolle Göttinnenenergie sinken. Und das kannst du auch nutzen, einfach solche Dinge oder Farben oder Kleidung, die dir gut tun, entweder als Schutz oder als Verstärkung für irgendwas, um da bewusst deinen Alltag mit zu kreieren und in deiner Kraft zu kommen, in deiner Kraft zu bleiben. Und vielleicht hilft dir das ja für den heutigen Tag oder einen anderen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und hab einen wunderschönen Tag.